Herzlich willkommen zu unserer nächsten Ausgabe vom AMC 1x1 Gebhardt erklärt. Und Lisa ist wieder an der Kamera. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ihr auch im neuen Jahr wieder dabei seid, im Jahr 2021, zu dem ich euch jetzt noch einmal Prosit Neujahr, Gesundheit und alles Gute wünschen darf. Ich hoffe, es ist wieder ein bisschen was Wissenswertes dabei, so wie auch schon im alten Jahr. Ich bemühe mich auf jeden Fall, euch das auf eine verständliche Art und Weise weiterzugeben. Und heute geht es um den größten in unserer Familie, um den AMC Wok. Die asiatische Küche erfreut sich ja bei uns in Mitteleuropa seit vielen, vielen Jahren immer mehr Begeisterung. Also die Leute essen gern asiatisch und ich kann mich selber erinnern, als vor 15 Jahren Lisas Geschwister noch klein waren, was das immer für ein Hurra und für ein Hallo war, wenn es geheißen hat, wir gehen zum Chinesen. Da waren es immer alle Feuer und Flamme und mit Begeisterung beim Essen dabei. Mittlerweile sind meine Großen groß und man geht heute nicht mehr so oft zum Chinesen. In unserem Fall bei der Familie Mischitz hat das aber nicht damit zu tun, dass es uns nicht mehr schmeckt, sondern das ist eigentlich eher schuld, unser AMC-Wok. Weil, warum? Ich habe mit dem auch zu Hause die Möglichkeit, die tollsten asiatischen Gerichte zuzubereiten. Ich kann es nicht nur in der Küche machen, ich kann ja auch am Navigenio kochen, auf der Terrasse, im Grill, im Urlaub. Und vor allem, was mir und meiner Familie auch so wichtig ist, frische Zutaten verkochen. Ich weiß, wie es zubereitet wird. Und vor allem auch eines, man weiß dann wirklich, was man isst. Und man hat auch nur das drinnen, was einem wirklich schmeckt. Und alles schmeckt ja auch mir nicht. Damit es dann aber auch wirklich so schmeckt wie beim Fachmann aus Fernost, muss man natürlich schon beim Zubereiten, beim Kochen und beim Garen ein paar Dinge berücksichtigen. Ein bisschen was einhalten von der Reihenfolge, vor allem vom Kochen. Und wie das so geht und wo man da ein bisschen aufpassen sollte, das ist Sinn der heutigen Sendung und das möchten wir euch einmal kurz erklären. Und eingangs möchte ich jetzt auch gleich noch dazu sagen, das was hier am Tisch steht, der Navigenio, unser großer Wok mit dem ganzen Zubehör und auch das Sandoku-Messerpick, das ja auch zur asiatischen Küche gehört, das gibt es zurzeit in einem ganz, ganz tollen Aktionsset, wo ja die Informationen auf Facebook und in den sozialen Medien schon laufen und wo auch die AMC-Berater in Österreich schon eingeschult sind und Bescheid wissen. Was ist einmal wichtig bei unserem Wok? Er besteht aus mehreren Teilen. Wir haben erstens einmal einen Deckel mit einem Visiotherm, so wie wir ihn auf allen unseren Töpfen haben. Wobei ich aber dazu sagen muss, beim Wok ist das jetzt nicht unbedingt zwingend notwendig. Brauche ich beim Wok eigentlich die Temperaturkontrolle nur bei einem einzigen Vorgang und das ist, wenn man Fleisch drinnen fettlos anbrät. Und welchen riesengroßen Vorteil das fettlos Anbraten auch in der asiatischen Küche das hat, das zeigen wir euch dann ein bisschen später in der Küche. Ist natürlich abschraubbar, das heißt ein großer geschwungener Deckel. Ansonsten dient er auch dann dazu als Servierfunktion am Tisch, wo man ihn einfach umdrehen und den Wok abstellen kann. Beim Wok dabei ist auch ein Abtropfgitter. Warum? Wir können da drinnen in Öl oder in Fetten auch Sachen frittieren und backen. Die kann man dann mit dem Zubehör, das auch dabei ist, ein dreiteiliges Set, rausnehmen, oben ablegen und abtropfen lassen. Oder auch warm halten, wenn man was dämpft drinnen. Ist auch eine tolle Sache. Dann ist auch dabei ein Gareinsatz, so ein Siebblech. Das kann man für ganz, ganz viele Sachen verwenden auch. Zum einen einmal zum Beispiel dafür, wenn ich da drinnen jetzt etwas dämpfen möchte, über Dampf machen. Ich denke jetzt nur klassischerweise an Nudelgerichte, wo man drunter dann die Flüssigkeit hat und oben auf das Gargut einlegen kann. Und da komme ich auch später noch einmal darauf zurück, der wird ja nicht nur für asiatische Gerichte bei uns viel verwendet, sondern alternativ auch für die klassische österreichische Küche, auch viel am Land, auf Bauernhöfen, auf Almwirtschaften. Da gibt es ganz viele Rezepte und dazu gibt es ja in ein paar Tagen dann auch noch einmal ein Kochen von mir auf Facebook, wo wir den Wok dann auch im Einsatz zeigen mit anderen Möglichkeiten, also nicht klassische asiatische Küche. Der Boden selbst, das ist jetzt eigentlich das Entscheidende beim Wok. Ihr seht es, wenn ich ihn umdrehe, wir haben keinen runden Boden, wie es manche Hersteller haben, wo man dann an einen bestimmten Herd gebunden ist. Der kann auf jeder Herdart verwendet werden, erstens, zweitens auf jeder Plattengröße und drittens auch am Navigenio. Der hat nämlich auch darauf Platz durch die kleine Stellfläche. Warum das mit der kleinen Stellfläche trotzdem perfekt funktioniert, hat einen ganz einfachen Grund. Und das ist ja diese Einzigartigkeit von AMC, dass unsere dicken Edelstahlböden die Wärme von der Herdplatte aufnehmen, speichern und dann gleichmäßig abgeben. Und da haben wir jetzt beim Wok einen ganz, ganz großen Unterschied zu herkömmlichen normalen Pfannen. Weil Leute mich immer wieder fragen und sagen, ich kann ja mit einer normalen Pfanne auch asiatisch kochen.
Theoretisch ja, nur haben Sie in einer Pfanne mit einem flachen Boden eine gleichmäßig konstante Temperatur, was uns ja auszeichnet. Beim Wok haben wir das ganz bewusst nicht. Wir haben hier Temperaturzonen, das heißt heiße Kernzonen und eine nach oben dünner werdende Wand, in der drinnen man dann verschiedene Temperaturzonen hat. Und das ist ganz eine wichtige Funktion beim Kochen. Die zeigen wir euch jetzt dann und ich möchte euch zum Vergleich jetzt dann anbraten, ein bisschen Hühnerfleisch mit Paprika einmal, wo wir das Öl vorher in die Pfanne geben und dann anbraten und einmal, wo wir es mit der Temperaturkontrolle ohne Öl und Fett reingeben. Und ihr werdet in der Kamera das sehen, den Riesenunterschied, was das Thema Fettspritzer betrifft. Den zweiten großen Unterschied zum Thema Cholesterin und Kalorien sage ich euch dann gleich dazu. Das heißt, wir probieren das jetzt und marschieren jetzt einmal in die Küche. So, meine Lieben, jetzt wollen wir euch das einmal zeigen mit Methode 1. Wir werden jetzt im Wok drinnen im Öl Fleisch anbraten. Das heißt, ich habe da etwas Rapsöl. Das geben wir jetzt in den Wok rein. Schwenken das. Das ist ja die klassische Methode. Ich sage, wir möchten euch dann nur zeigen, dass es auch ohne recht gut geht. Wir gehen es vorgeheizt. Wir warten jetzt aber trotzdem, bis wir in etwa die Anbrattemperatur haben, damit sich die Fleischbohren dann gleich schließen. In der Zwischenzeit kann ich die Zeit noch nutzen. Ich habe ja vorher gesagt, die Sachen, die jetzt hier stehen, Wok, Navigenio, Santoku Messer Big mit dem Klingenschutz, ist momentan unsere Jänner-Aktion, eine ganz tolle Aktion, online wie auf offline. Das Santoku Messer ist deswegen super, es hat vorne eine gerade Schneidkante, also nicht wie ein Fleischmesser, geschwungene Schneidkante, dadurch geeignet zum Wippenschneiden. Fingerschutz, dass man nicht nach vorne rutscht, dann ein ganz tolles Feature, links und rechts der gleiche Schneidenwinkel, das heißt auch für einen Linkshänder toll geeignet. Man fährt gerade durch Schneidgut und kommt nicht schief. Durch die Einbuchtungen hinter der Schneidklinge, sieht man da, wird das Messer nach der Schneidkante wieder schmäler als es vorne ist. Das heißt, Gargut wird nicht mitgeschoben beim Schneiden. Man schneidet durch und das geht dann übrigens auch bei Brot, bei Gebäck. Man kann Fleisch damit schneiden, man kann genauso Gemüse damit schneiden. Spielt da also keine Rolle. Wirklich ein Universalmesser. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja schon seit einigen Jahren jetzt bei der AMC. Das ist mein absolutes Lieblingsmesser. Habt ihr es auch gesehen? Bitte schneid gut. Immer mit der Rückseite wegschieben, nie mit der Klinge. Da macht man das Messer ansonsten stumpf. Jetzt richtet man ein bisschen Paprika her. Und dann sind wir auch schon so weit, dass wir euch das mit dem Anbraten kurz zeigen können. Wie gesagt, da geht es heute nicht um ein Rezept. Asia Kochen gibt es ja auch genügend im Internet. Jetzt geht es einmal nur um diese Grundtechnik. Wie machen wir es von der Reihenfolge? Das heißt, als allererstes kommt jetzt einmal der Deckel weg. Wir reduzieren hier die Hitze auf halbe Energie. Und ich gebe mir jetzt einen Teil von dem Fleisch da ins Öl hinein. Und jetzt bitte schreckt euch nicht, ihr seht jetzt, es beginnt natürlich sofort zu spritzen. Das Öl spritzt drauf bis an den Rand. Von der Methodik her natürlich auch so leicht möglich. Ich muss auch mit den Fingern aufpassen, dass ich mich nicht verbrenne. Paprika dazu, der ist feucht an der Oberfläche, spritzt noch viel mehr. Ein bisschen Lauch dazu. Und eigentlich muss man hier ständig aufpassen, dass man sich die Finger nicht verbrennt. Das heißt, ich gebe da jetzt gerne und freiwillig den Deckel drauf. Und lasse das drinnen weiter putzen. Auch damit der Lärm ein bisschen weg ist, aber wenn ihr jetzt noch einmal groß schaut im Bild, ihr seht, die ganze Pfanne ist angespritzt, wir haben überall die Fettspritzer drinnen, bis raus an den Rand. Wir schalten das jetzt aus, ich wasche den Wok rasch ab und dann zeigen wir euch die zweite Methode, anbraten ohne Fett und den Unterschied werdet ihr dann wirklich sehen. So, ich habe den Wok sauber gemacht und jetzt zeigen wir euch die zweite Methode. Navigenio bzw. Herd ist wieder voll eingeschalten. Wir heizen wieder auf, bis der Deckel, also der rote Zeiger am Deckel oben im ersten grünen Fenster ist. Und jetzt im Unterschied zu vorhin kein Öl in der Pfanne. Wir haben jetzt die leere Pfanne, also nichts drinnen. Die gleichen Zutaten wie vorher. Wir haben das Hühnerfleisch, Paprika und Lauch und warten jetzt, bis die Temperatur erreicht ist und geben es dann rein. Generell wichtig beim Asia-Kochen, bratet zuerst die lang kochenden Sachen an. Das heißt, wenn ihr Rindfleisch dabei habt, dann gibt es zuerst das Fleisch in die Mitte, brutzelt das an, schiebt es auf die Seite. Weil so wie ich gesagt habe, die Wärmezone nach oben hin, wir haben einen kühlenden Verlauf. Das heißt, da wird es dann nicht mehr weiter gegart, aber heiß gehalten. Und wenn man die Reihenfolge so einhält, hat man dann alle Zutaten knackig.
Das heißt, ihr beginnt mit dem Fleisch, dann kommen zum Beispiel Garnelen dazu, dann kann man hartkochende Sachen wie Kartoffel dazugeben, Mungosprossen, Mais und so weiter, Pilze erst am Ende. Die sollen ja nur kurz die Röstaromen bekommen. Und glaubt es mal, die Röstaromen bekommen wir auch ohne Öl und Fettmint hin. Und wenn die Sachen dann fertig angebraten sind bei einem klassischen Wokgericht, dann löscht das Ganze mit Kokosmilch, mit Sojasauce. Wenn ihr dann Woknudeln drinnen mitkochen wollt, einfach ein bisschen Flüssigkeit noch dazugeben und dann mit geschlossenem Deckel fortgaren und dünsten lassen. Der AMC-Wok hat ja noch einen riesengroßen Vorteil. Die Griffe werden nicht heiß, so wie bei allen unseren AMC-Töpfen und Kocheinheiten. Es ist ein Riesenvorteil, weil man einfach gefahrlos immer hingreifen kann. Ihr könnt es im Wok drinnen ohne Deckel auch flambieren, ihr könnt es überbacken. Also man hat da eigentlich ein vollwertiges Kochgerät, aber eben gerade für die asiatische Küche eine Grundregel bitte. Er ist groß, er hat 36 cm, er hat 5,6 Liter, aber kocht es da drinnen nicht für 12 bis 20 Personen. Das Geheimnis der guten asiatischen Küche ist das portionsweise frische Kochen. Also wenn wir zu Hause mit dem großen Wok kochen, dann sind da 2 bis 3 Portionen drinnen und nicht mehr. Ganz großer Unterschied wird es dann sehen, wie gesagt, beim Anbraten. Viel, viel weniger Fettspritzer, viel, viel weniger zum Reinigen natürlich hinterher auch. Aber, und das ist eine Begleiterscheinung, so eine Wokpfanne, wie wir es da machen, volle Portion für einen Erwachsenen am Ende mit ca. 250 Gramm mit Fleisch, mit Pilzen, mit Mais, mit Bok Choy, mit Kokosmilch, mit Sojasauce, hätten wir, wenn wir das alles im Öl konventionell zubereiten, ungefähr 700 Kilokalorien. Mit der Methode, wie wir es mit AMC machen können, nämlich das Öl und Fett komplett weglassen beim Braten, kommen wir von 700 Kilokalorien runter auf 400 Kilokalorien. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man das über das ganze Jahr macht, was das für ein Riesenunterschied an den Kalorien ist, die man zu sich nimmt. Noch dazu kaum verbrannte oder keine verbrannten Öle und Fette, also auch gesünder, weniger Transfette und automatisch verbunden, dadurch, dass wir Fremdfette vermeiden, auch viel, viel weniger Cholesterinbildung. Das heißt, das wäre die magenschonende, die viel gesündere Art, wie man asiatisch kochen kann. Ihr seht jetzt, wir sind jetzt mit dem Zeiger gleich in dem Anbratfenster. Das gilt ja für alle Speisen, für alle Gerichte. Ich sage es aber gern noch einmal, wir können mit AMC in jedem Topf die Temperatur im Topf, in der Pfanne messen. Und wenn der rote Zeiger hier drinnen ist, dann haben wir am Boden eine definierte Temperatur, bei der man das Fleisch einfach reingeben und anbraten kann, ohne dass es verbrennt. Das kann man auch mit dem Audio-Thermometer machen, mit unserem Piepserl, mache ich heute bewusst nicht. Denn beim asiatischen Kochen, meine Vermeinung, da bleibt man einfach am Herd, da bleibt man dabei. Das ist ja Genusskochen, das ist ja nichts, das man schnell am Abend nochmal macht. Das soll man ja mit seinen Lieben zelebrieren. So, wir haben jetzt die Temperatur. Der Deckel kommt weg. Wie immer, wenn wir die Temperatur erreicht haben, reduzieren wir die Hitze am Navigenio. Da können wir jetzt sogar runterfahren bis auf Stufe 2. Und jetzt braten wir das Fleisch ohne Öl und Fett an. Und ihr seht und ihr hört es auch, wir haben keine Fettspritzer. Da brutzelt nichts, da spritzt nichts, die Pfanne ist sauber. Also außerhalb, da wo das Fleisch liegt, da wird wirklich alles blitzblank sauber, da wird nichts schmutzig. Trotzdem werden die Fleischstücke aber angebraten. Ich brauche jetzt auch nicht wie bei einem Steak oder bei einem Kotelett hier mit einem Wendepunkt zu arbeiten. Das ist mit den dünnen Fleischstückeln nicht notwendig. Die sind jetzt unten schon angebrutzelt, lösen sich aber wunderschön. Und ihr seht es jetzt auf der unteren Seite knusprig braun. Das heißt, wir kriegen da die Röststoffe auch ohne Öl und ohne Fett rein. Im Gegenteil, die Pfanne wird nur jetzt durch das Eigenfett vom Fleisch sogar selber leicht gefettet und geschmiert. Ich kann jetzt auch rühren, dass das Fleisch kurz rundum angebraten ist. Mitgedünstet wird sie dann am Ende mit der Soße. Und kann es mir jetzt, so wie ich es vorhin gesagt habe, auf die Seite schieben, in eine kühlere Zone, damit es nicht mehr weitergart. Brutzeln wir jetzt unten drinnen den Paprika an, kann den auch anrösten. Und so würden wir jetzt ein asiatisches Gericht fertig kochen. Darum geht es heute aber nicht drum. Brechen wir hier das Kochen jetzt ab. Wir würden jetzt aufgießen und Zutaten weiter dazugeben. Ich stelle jetzt den Wok einfach mal auf die Seite. Ich kann euch jetzt noch ein paar Tipps generell zum Wokkochen, zum Asia-Kochen geben. Also bitte, wie gesagt, portionsweise kochen, keine allzu großen Mengen. Würzen erst später, das wäre dann der nächste Step, wenn die Zutaten angebraten sind. Und ansonsten kann man sich eigentlich an die Rezepte halten, wie auch immer man das möchte. Ganz wichtiger Hinweis auch, ganz viele Rezepte gibt es, das wisst ihr ja alle schon, auf der Seite www.kochen-mit-amc.info. Da sind auch viele Asia-Rezepte drinnen.
Es gibt auch ganz, ganz viele Kochshows mit mir und mit meinen Kollegen. Die könnt ihr euch anschauen. Bitte gerne auch auf Anfrage. Wir schicken euch auch die Links zu. Wer kein Facebook hat, dass er sich trotzdem anschauen kann. Wir kochen auch heuer fleißig weiter. Ihr könnt uns aber auch bitte zuschauen auf WhatsApp bei unseren virtuellen Partys. Die bieten wir im kleinen Rahmen für 2 bis 3 Kunden und Gäste schon an. Das heißt, bitte informiert euch. Es ist schade, wenn man es dann nicht nutzt. Wer hat so viele Möglichkeiten, was man damit tun kann. Aktionsset, also wie gesagt, der Wok mit dem Navigenio und mit dem Sandoku Messer Big, jetzt im Jänner im Abverkauf. Wahnsinnspreis, also wirklich, da kann man nur empfehlen zuzuschlagen. Und auch noch zur Erklärung, weil einige Kunden haben es jetzt schon gekauft, das sind unsere Reinigungsmittel. Da gilt bitte noch einmal als Regel, im Alltag braucht sie die hellblaue Flasche, das AMC Clean, das reinigt Eiweißflecken, Stärkeflecken. Also das würde ich da im Wok jetzt dann hinterher brauchen, da wo das Fleisch angebrutzelt ist, kriegt man damit ganz, ganz leicht sauber. Das AMC Shine, die dunkelblaue Flasche, zum Aufpolieren, zum Versiegeln, also zum Beispiel außen für die Deckel, die glänzen dann wieder wunderschön und sind versiegelt. Und wenn einmal was verbrennt, wenn wirklich was anbrutzelt und nimmer weggeht drinnen, da verwenden wir dann das AMC Express. Das bitte nicht unbedingt mit den Händen angreifen, sondern einpinseln und einmassieren, abwaschen und nachspülen. Und es ist wieder alles sauber. Ich hoffe, es war ein bisschen was Wissenswertes für euch dabei. Ich habe mich bemüht, mein Wissen ein bisschen weiterzugeben. Wer Fragen hat, ich stehe natürlich gerne zur Verfügung, gerne auch für konstruktive Kritik. Kontaktiert uns bitte und möchte noch einmal darauf hinweisen, schon in Kürze, nächste Woche gibt es das nächste Live-Kochen auf Facebook. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das heißt dann Wok mal anders. Da kochen wir dann so richtig österreichische Spezialitäten, von den Krapfen angefangen über Germknödel. Wird eine lustige Sache dann auch mit dem Wok. Ich sage danke an Lisa fürs Filmen, ich sage danke an euch fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Euer Gebhard.